Und da sind wir wieder. Max hat was anderes an. Sie nochmal umgezogen, schnell nochmal schick gemacht. Klar, und wir sind jetzt wieder live, Freunde. Ne? Bevor ihr gleich hier wieder anfangt zu fragen, ja, jetzt sind wir live. Hier seid ihr. Ich bin dran am Chat. Also, Herbert auch in Fragen. Und was wir jetzt machen ist ein kleines Quiz. Und das Schöne ist, wir haben hier zwei durchgeknallte Producer sitzen. Und das meine ich ganz ernst. Die sind ein bisschen seltsam. Und die haben uns ein Quiz vorbereitet. Oh, das ist jetzt meine Kamera. Die haben uns ein Quiz vorbereitet und wir haben keinerlei Fragen bis jetzt davon gehört. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was kommt. Du weißt nicht, was kommt. Ich würde sagen, das läuft folgendermaßen ab. Jeder hat fünf Fragen. Ich quasi stelle Max die erste, obwohl ich sie auch nicht kenne. Dann er mir, du er mir, er sich, ich und mir. Und ihr könnt nicht mitraten. Er ihm. Und uns helfen. Und wir brauchen eure Antworten im Chat. Und deshalb würde ich sagen, gebt uns mal die erste Frage. Schießt uns mal eine rein. Und dann gucken wir mal. Wie viele der aktuellen Bundesligisten qualifizierten sich in den vergangenen 10 Jahren für einen europäischen Wettbewerb? Oh. Oh, eure Antworten auch in den Chat. Der aktuellen. Geh mal von hinten durch. Geh mal von hinten durch. Naja, Schalke, Dortmund, Bayern, ja, Leverkusen, ja, Frankfurt wahrscheinlich, ja, Mainz auch. Ja. Hannover war 2010 dabei. Hannover, ja. Hamburg war 2008. Wie viele Jahre? 10 Jahre. Hamburg war 2008 im Euroleague-Halbfinale. Hamburg. Stuttgart war Meister 2008, sprich, da waren sie auch qualifiziert. Stuttgart. Hatten wir Wolfsburg schon? Die waren auch Meister? Ja, nee, Wolfsburg hatten wir noch nicht. 10. Leipzig, 11. Hoffenheim, 12. Wie mache ich jetzt weiter? Hier, 12. Jetzt wird es aber. Freiburg? Ja, doch, die Saison eigentlich. Die sind doch runtergeknallt, weil sie Europa gespielt haben vor ein paar Jahren, oder? 13. Und wer sind die anderen 5 Bundesligisten? Wen haben wir noch gar nicht gesagt? Stuttgart haben vor allem gesagt. Ich lese mal, was im Chat kommt. 14, 15, 15, 14, 14, 14, 14. Also, ich glaube 14. auch, dass es. Naja. Ich wollte gerade sagen, ich kann 18 ausschließen, aber wer war denn nicht? Warte, noch nicht. Die Auflösung kommt schon. Noch nicht. Deine Antwort? Ah, es sind alle 18. Alle 18. Ich habe vorhin diese eine Frage, das kann ich jetzt mal erzählen. Die Frage habe ich vorhin schon gesehen gehabt, weil wir uns einmal angeschaut haben. Und ich habe mit unserem Producer gesprochen, habe gesagt, ich habe einmal kurz durchgedacht und gesagt, Moment, es waren doch alle dabei. Und er sagt mir nein. Er sagt zu mir, nein, das ist nicht die richtige Antwort. Und jetzt waren es doch alle 18. Also, alle 18 Bundesligisten waren dabei. Keiner hat verpasst. Also, ich hätte wahrscheinlich ehrlich gesagt 15 gesagt. Also, ja, ich glaube, ich hätte es nicht gekriegt. Ja, ich hatte es halt, wenn man es kurz dann einmal durchdenken macht, dann sieht man schon. So, meine Frage. So, welcher aktuelle Bundesliga-Trainer absolvierte die meisten Bundesliga-Einsätze als Spieler? Nico Kovac, Heiko Herrlich, Pal Dardai. So, mit Nico Kovac verbindet mich natürlich einiges. Eintracht-Trainer, extrem guter Vorname. Mit Heiko verbindet mich der Nachname. Denn herrlich, ist einfach herrlich. Ja, also Heiko, warte mal. Also ganz kurz, Nico Kovac hat gespielt für Bayern 04 Leverkusen, für den FC Bayern, für Hertha BSC. Ja. Noch mehr? Und auch ziemlich lang, oder? Bei Hertha, ich glaube Hertha war Karriereende. Ich glaube, der ist Hertha, Bayern, Hertha und davor war er bei Leverkusen, glaube ich. Und ich weiß, dass er knapp 80 Spiele für Leverkusen gemacht hat, also der hat einige. Ich würde sagen, Nico Kovac hat bestimmt 250, Heiko Herrlich, Dortmund, dann war er auch noch unterwegs, auch in Leverkusen gewesen. Ja, aber auch nicht viel. Und Pal Dardai war nur Hertha, oder? Ich glaube ja. Ich würde jetzt an deiner Stelle zwischen... Aber Kovac hat bei Bayern 3 Jahre lang fast gar nicht gespielt. Außer der Tipp, ich sage, es ist Pal Dardai. Der Chat sagt, herrlich, 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 Dardai. Ich glaube auch eher herrlich. Er hat wahrscheinlich regelmäßig gespielt. Ne? Heiko Herrlich war ja auch viel auf der Bank, Richtig. Vor allem in späteren Jahren. Richtig, das heißt, ich habe die erste richtig. Oh, voll aufs Mikrofon geklatscht, sorry Freunde. Zweite Frage für dich. Fakt oder Fiktion? Das heißt, jetzt kriegen wir hier wahr oder falsch? Vereinsnamen und einer von denen ist richtig. Ist es St. Dertford, Deportivo Wanker oder Memston Athletic? Also einer von diesen Vereinen gibt es. Ich glaube, das wird wahrscheinlich Memston sein. Übrigens noch ganz kurz, Shoutout an Xerox noch, der Pal Dardai richtig getippt hat. Xerox, damn. Ja. Damn, son. So. Aber Deportivo Wanker kann ich eigentlich aus... An alle. Obwohl ich schon mal einen spanischen Mädchenname Wanka gehört habe. Also vielleicht Deportivo Wanka. Diese deutsche österreichische Rockband. Ah, nee, der ist Wander. St. Dertford, Memston Athletic. Memston. That sounds like a real place. Das klingt irgendwie echt Memston. St. Dertford? Das habe ich noch nie gehört. Es muss doch Deportivo Wanka sein. Für alle, die nicht wissen, was Wanka heißt, googelt es mal. Ich glaube St. Dertford.
Du sagst, Deportivo Wenka. 0 von 2. Oh my God. Hier, die Henne Koch, Monkey D. Ruffy, alle sagen Deportivo Wonka. Und Andrew Barton muss. Wo? Ja. In welchem Land? Weiß ich nicht. Nachgucken. Gebt mir beide Frage. In Peru angeblich. In Peru. Monkey D. Ruffy, auch an dich noch, Shoutout für die letzte Frage. Also jetzt musst du mal ran, Nico. Also es war ja überschwer. Fakt oder Fiktion? Echt? Das sind jetzt Spielernamen. Ja, also Arnie The Drink. The Drink. Hey, immer dabei am nach dem Spiel. Donkey Balls. Donkey Balls. Das heißt... Nicht zu schnell sagen, Donkey Balls. Freunde, wenn wir das im Englischen übersetzen, Donkey Balls heißt so viel wie Eseleier. Rod Fanny. Arnie The Drink. Es kann nicht Donkey Balls sein. Naja, Dawn ist ja eigentlich ein traditionell weiblicher Name. Aha. Aber man weiß nie, wenn du schon Keyballs mit Nachname heißt, kannst du auch Dawn heißen. Rod Fanny. Rod Fanny, also irgendwo, ich bin gerade zwischen Rod Fanny und Arnie the Drink angelandet. Ich auch. Donkey Balls ist raus. Nach Deportivo Wanker kann ich aber alles jetzt glauben. So. Donkey Balls. Hey, vielleicht hat der einfach richtig mit Schwung gespielt. Ich nehme Arnie the Drink. I need a drink, oh nein! Jetzt gerade. Ist der andere. Rod Fanny, ja, okay. Oh, Rod Fanny ist auch krass. Ich bin bei 50% von 2 Fragen, du bist bei 0. Was haben wir hier? Rod Fanny haben wir bekommen von Henning Koch, der Junge geht ab. Xerox wieder richtig, Fufa Soccer richtig, Lars Hoffmann richtig, Baumstudio schreibt Donkey Balls. Tja, hier ist schon Monkey die nächste Ruffy Frage. Schreibt auch Arnie. Welches Team hat das höchste Durchschnittsalter im Kader? Augsburg, Wolfsburg, Bayern. Das ist ein Gimmick, das weiß man. Ich glaube, ich weiß es auch. Ich weiß es. Also Bayern. Warte noch, lass die Leute noch antworten. Oder? Ja. Wolfsburg hat auch alte Leute. Augsburg glaube ich nicht. Augsburg hat ziemlich viele junge Spieler, die auch ab und zu mal von Beginn an spielen. Wir müssen dich jetzt, du hast schon richtig gesagt, lösen wir es auf. Es ist schon gesagt, der Bayern? Glorreiche. Was? Moment, ich dachte, das wäre Bayern. Tja. Ich dachte, das wäre Bayern. Ich dachte, ich hätte gelesen, wäre Bayern. Ich dachte auch. Na ja, gut. Wir nehmen Augsburg. Ist in Ordnung. Aber, Tom Starke ist ja nicht mehr dabei. Vielleicht hat er das ganze Durchschnitt... Ja, der Typ ist 37 oder so. Er hat das ganze Durchschnittsalter runtergesenkt. Aber der ganze Chat schreibt auch Bayern. Vielleicht haben wir da einen Fehler eingebaut. Wir wissen es nicht. Xerox schreibt Augsburg. Was geht denn ab? Monkey D. Ruffy, Bayern. Martin Lewis schreibt, Lars ist am Start. Gut zu wissen. Bayern, Bayern München, Tedesco, Wolfsburg. Also du kannst mich jetzt richtig blamieren, wenn du es hier richtig hinkriegst. Aus welcher Nation kommen die meisten Ausländer in der Bundesliga zur Saison 17-18? Also wer bietet die meisten Ausländer in der Bundesliga? Frankreich, Schweiz oder Österreich? Ich habe eine starke Vermutung. Da will ich jetzt erstmal eure Meinung hören, Freunde. Schreibt mir rein, was ihr denkt. Ich sag's euch, wie es ist. Also was würdest du denn ausschließen? Ich schließe aus... Österreich. Echt? Ja. Echt? Ich hätte jetzt Schweiz ausgeschlossen. Die Schweiz ist der Gewinner. Warte, noch nicht. Können wir noch nicht auflösen, bitte? Ich sage, die Schweiz ist der Gewinner. Alleine, guck mal, ich zähle ein paar auf. Wir haben alleine 15 Schweizer Torhüter in der Liga. Drei bei Leipzig. Bürki, Sommer. Wen haben wir noch? Dann haben wir Embolo. Es gibt genug Schweizer. Wir haben hier Freddy. Ich hätte jetzt Österreicher gesagt. Freddy Friedrich schreibt Österreich, Schweiz, Frankreich, Österreich, Schweiz, Österreich, Schluchtenscheißer, Frankreich, Österreich. Ich sage Schweiz. Auflösung bitte. Nein, das glaube ich, das ist doch rigged. Das Game ist rigged hier, das ist doch alles. Wirklich Österreich? Ja, Österreich hätte ich jetzt eigentlich, ja, siehst du, Hinteregger und Alaba. Österreich, ja, das sind zwei. Ich habe gerade 46 genug. Franzosen. Was hat Mozart? Mozart hat? Einen Affen gehalten, seinen Hattrick-Ball behalten oder ein Furztagebuch geführt. Ey, ich glaube, ist es jetzt für mich eigentlich oder für dich? Die ist für dich. Ich glaube, ich weiß es sogar, weil der Mozart war eigentlich ein ziemlich seltsamer Typ. Ja, ich glaube, der hat nämlich richtig seltsam, der hat auch irgendeine Symphonie oder sowas komponiert und es war irgendwie so Ode an irgendwas richtig irgendwie ab, irgendwas crazy. Oder an was Ekliges. Wirklich, irgendwie so an den Kot oder so, keine Ahnung, irgendwas Verrücktes. Also ich glaube, Hattrick-Ball behalten, Furztagebuch würde ich glaube ich sagen. Affe gehalten ist einfach zeitlich schwierig, ne? Ich finde auch Furztagebuch eigentlich eine coole Idee.
Ein Furztagebuch? Mit so Geruchsnoten. Führt das jemand hier im Chat? Das würde ich gerne mal fragen. Hat jemand, einer von euch ein Furztagebuch? Ein Affe gehalten? Kann sein. Lösen wir mal auf. Du sagst Furztagebuch? Ja, Furztagebuch. Hattrick Ball, Furz. Viele schreiben Furz oder C. Es ist leider weiß ich die Antwort. Ich habe es da mal gelesen. Es ist zu random, um falsch zu sein. Ja. Perfekt. Was ist eigentlich mit Marco Reus, schreibt Karl Henkel? Ja, der sitzt zu Hause und führt Tagebuch. Marco Reus ist wieder im Training. Oh. Und Februar soll er wieder einsatzbereit sein. Oh. Okay. Ihr habt's hier Henning Koch gemacht. Und Benny Alessio nennen mich im Chat Affe. Vielen Dank dafür. Nein, das war natürlich noch die Antwort auf die Frage. Fakt oder Fiktion, was... Oh, ja. Echt oder... Also welcher dieser Vereine ist real? Cockport Town. Ihr bringt mich dazu, das hier vorzulesen. Ne? Damit mein Name, wenn ich hier so den Quatsch vorlese. Loonsmead. Oder Football Legit Fart? Footballaget? Vielleicht irgendwie so. Footballaget ist vielleicht so. Dänisch oder sowas? Ja. Football. Ah, wirklich? Okay. Moment, das war da gerade ein Spoiler. Hat sogar die richtige Antwort schon gesagt, oder nicht? Liebes Tagebuch, schreibt auch. Footballaget Fart. Cockport Town? Loonsmead? Irgendwie ist der Chat davon abgelenkt, dass sie mir jetzt schreiben, was sie für Fürze hatten heute. Ja. Das Furztagebuch hat auf dem falschen Ding. Alles Mozart. Ich sage, es ist Footballage Fart. Footballaget Fart. Fart. Ja. Wie viele Fragen haben wir noch? Noch eine pro Person? Ja, eine pro Person. Lass uns direkt weitermachen. Cockport Time, lieber Henning Koch, ist nicht richtig. Die Frage für dich. Fakt oder Fiktion? Was davon ist real? Die Isotopes, die Sportive Beer oder der FC Jazz? Also es sind Football-Teams, ja. Footballvereine? Richtig. FC Jazz. Also es gibt ja Utah Jazz. Die gibt es. Aber die Isotopes. FC Jazz. Isotopes klingt echt verrückt. Warum? Die könnten so ein Logo haben. Ich habe da die Idee. Sportive Bier? Blaue Jerseys. Ich habe irgendwie ist mir nach Sportive Bier. Wir müssen uns ein bisschen ranhalten, weil wir schon 2 Minuten drüber sind. Sportive Bier. Oh. FC Jazz. Hätte ich mal auf meinen Instinkt gefolgt. Letzte Frage. Naja, was kommt jetzt? Fakt, okay, wieder echt oder falsch. Spielernamen. Okay, Pepe Rooney. Ja. Danger Fourpence. Das ist, okay, ich will eigentlich, dass es das ist. Oder I just farted. Ich hasse euch alle. Danger Fourpence ist ein krasser Name. Also ich hoffe eigentlich, dass es Weißt du, was das Allerschlimmste ist? Ich glaube, dass mir Joe, unser Producer, vorhin die Lösung verraten hat und ich habe es vergessen. I just farted. Pepperoni könnte auch sein. Na, ich nehme... Pepperoni? Wir müssen uns ranhalten. Ich nehme Pepperoni. I just farted? Danger Fourpence! Okay. Freunde, schön, dass ihr alle dabei wart. Entschuldigung, dass ich jetzt in den letzten Sekunden nicht mehr so auf den Chat geschaut habe. Wir sind schon drüber. Der englische Livestream beginnt in 12 Minuten unter anderem mit diesem Mann hier auf OneFootball. Einfach nur OneFootball, nicht auf OneFootball Deutschland. Danke, dass ihr alle dabei wart. Oh, Kimbo, der hat mich erkannt, dass die Isotopes von den Simpsons waren übrigens. FIFA-Soccer, Fettinator, der Simpsons. Master, Baumschule, Fabian, Leon K., Justin Zahn, Arthur Hörwig. Schön, dass du dabei warst. Natürlich Cornelius Werling, Basler Kurve, die ganze OneFootball-Army und... Vielen, vielen Dank, Max, dass du dabei warst. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt an, wie der 1. FC Köln gewinnt, denn ich habe gerade gelesen, die führen. Wie viel? 1-0? 1-0 wohl. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Nächsten Donnerstag sehen wir uns wieder live. Guckt die anderen Videos auf dem Kanal an und schreibt doch einfach gerne drunter, was ihr im Live-Talk besprechen wollt. Ja, und dann sehen wir uns. Bist du nächste Woche da? Ja, ich glaube, ich bin da. Dann bis nächste Woche.